Das Team of the Year ist hier, Jungs. Ich bin unglaublich gehypt. In wenigen Minuten geht es los. Ronaldo, Mbappé und Lionel Messi. Guckt euch diese Stats an. Guckt euch diese fucking Stats an, Freunde. Wir ballern natürlich direkt unsere ersten FIFA-Points raus. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt viel Pack-Luck, dass wir vielleicht wieder diesen Spieler von diesem Verein ziehen würden. Lionel Messi, ich hab Bock drauf. Und der auch. Ihr braucht günstige PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall mal MMOG ab und benutzt den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 19 Video hier auf meinem Kanal REALFIFA. Und es ist soweit. Team of the Year ist da. Team of the Year ist fucking da. Messi, Ronaldo, Mbappé, die allerersten drei, die Stürmer, die sind heute zu ziehen. Und ich hoffe, wir haben vielleicht gleich Glück. Ja, wir werden einfach natürlich ein paar Points verballern und dann einen hoffentlich von diesen Spielern in den Händen halten. Wahrscheinlich. Die Chance ist natürlich sehr, sehr gering. Aber sag niemals nie, letztes Jahr, ihr wisst es, wen wir gezogen haben. Und das könnte dieses Jahr vielleicht auch wieder der Fall werden. Ich habe bisher noch nicht so viel Packluck gehabt, deswegen vielleicht spart sich EA das Jahr und gönnt mir dann irgendwie jetzt hier zum Team of the Year. Ich will gar nicht viel labern. Wenn ihr Bock habt auf jeden Tag ein Pack-Opening, dann smasht auf jeden Fall mal den Like-Button auseinander und schreibt in die Kommentare, welchen Spieler ihr so gezogen habt. Checkt natürlich auch gerne MMOG ab, falls ihr jetzt PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht und mich unterstützen möchtet. Da gibt es einen 3%-Code REALFIFA. Guckt euch einfach diese Karten an. Also Ronaldo gibt es nicht. Der wird einfach für 8,5 Millionen die ganze Zeit gekauft. Aber hier alleine dieser Messi, das ist unser Ziel. Sollten wir ihn nicht ziehen, was wir wahrscheinlich eh nicht tun. Aber wenn, dann ist er natürlich im Team. Aber ich will ihn auch so einfach kaufen. Diese Stats sind brutal. Und ja, Freunde, ich würde sagen, die Lightning Round startet gleich. Ich bin unglaublich geil. Lasst natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da. Glocke aktivieren, Instagram und Twitter abchecken. Und auch gerne meinen Zweikanal RealMX. Da habe ich ein Q&A gemacht. Wen das Ganze interessiert, auch gerne in der Beschreibung anschauen. Mein Fragen- und Antworten-Video auf meinem Zweikanal. Und dann kann ich gar nicht mehr viel sagen. Geht es los. Das allererste Team of the Year Pack Opening auf meinem Kanal. Oh mein Gott, das wäre einfach unglaublich, wenn jetzt hier was Krasses kommt. So, Freunde, 2 Sekunden noch und dann geht es los. Dann geht es los, Jungs. Okay, 20 Uhr, 100k-Packs müssten jetzt released werden. Komm schon, komm schon, komm schon, da sind sie und wir geben natürlich direkt das allererste aus. Moment mal, was ist denn jetzt los? Nein, Alter, EA... Team of the Year Fanwahl. Ach so, scheiße, wir müssen jetzt hier noch ein Team of the Year bestimmen. Digga, ich will doch nur meine Packs haben. Ja, komm, wir nehmen einfach Neymar mit, oder? Ja, Neymar wäre heftig als Team of the Year. Haut mal raus, wen ihr genommen habt in euren Team of the Year Picks. Und jetzt, Digga, lass mich mein 100k-Pick ziehen. Scheiße, Alter, die sind wahrscheinlich jetzt hier schon wieder richtig schnell weg. Komm, erstes 100k-Pick hier. Wer wird drin sein? Bitte ein Walkout. Okay, es kommt kein Walkout, dann können wir überspringen, weil Lightning Rounds, ihr wisst es, da wollen wir nicht so lange hier irgendwie rumlabern. Das Pack war ja mal wieder bombastisch, nicht? Alle 81er nehmen wir mit, komm, 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 komm. Ihr könnt auch auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, welchen Team of the Year Spieler wollt ihr unbedingt haben? Haut das mal in die Kommentare und jetzt kommt ein Walkout. Erster Walkout, keine blaue Schnuppe, wollte ich hier schon sagen. Wir sind ja hier, oh, Müller ist das? Ja, Müller ist der Knüller. Okay, schön und gut, 86 rated. Ich bin so gehypt, Digga, Jungs. Aber Thomas Müller ist jetzt nicht so geil, ne? Ich wollte sagen, oh, mitten in Form. Die Sternschnuppe ist auch nicht schlecht. Also von früher, sage ich mal. Die Schnuppe der Schnuppen, das waren noch Zeiten, Jungs, als es die Schnuppen gab. Oha, die 100k-Packs gehen ja echt übelst schnell runter. Komm, drittes Pack. Alle guten Dinge sind drei. Natürlich nicht. Natürlich kein Walkout. Man muss ja dazu sagen, das sind 100k-Packs. Ein Pack kostet. Ein Inform ist ja am Start. Ein Pack kostet einfach. Wie teuer ist ein Pack? 20 Euro, glaube ich, oder 10 Euro? Irgendwie so. Das ist halt schon echt teuer, muss ich sagen. So, eins kriegen wir noch. Eins kriegen wir noch. Komm, bitte ein Walkout. Ey, komm, bitte ein Walkout noch hier. Wir haben jetzt 4 Stück, glaube ich, geöffnet und nur einen. Und das war Müller. Nein, Alter, Junge. Und schon wieder in Inform. Und schon wieder in Inform. Schön und gut. Schmeichel auch hier am Start. Den Rest, komm, ein Pack kriegen wir vielleicht noch. Ein Pack kriegen wir noch vielleicht hin. Komm, 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 komm. Ja, das lädt schon zu lange, glaube ich. Doch, ein Pack geht noch. Da gehen vielleicht sogar noch mehr. Gönnt mal jetzt ein Walkout, EA. Digga, ein Walkout. In den 100k-Packs ist doch nicht zu viel verlangt, aber ihr wisst es.
es ist einfach nicht so wie letztes Jahr, wo wir direkt den Messi hier ziehen. Wäre natürlich auch einfach zu krass. Wäre einfach zu krass, wenn jetzt so ein Messi kommen würde. Bin ich ehrlich, so ein Pack kriegen wir noch. Ein Pack kriegen wir noch. Komm, bitte ein Walkout. 500 KPX oder 6 Stück und wir kriegen ein Walkout mit Müller. Alter. Da bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen, Freunde. Ihr wisst es, Packs machen süchtig und wir haben so viel jetzt hier schon verballert und nur Müller gezogen. Holy shit, ist das schlecht. Aber okay, fürs Erste, naja, müssen wir warten, bis die 125 KPX dann kommen und dann können wir hoffentlich ein paar bessere Spieler ziehen. Ja, das ist halt nicht so geil, ne? Giuliano, Glick, Moreno, da können wir jetzt ja auch ganz gechillt nochmal gucken. Ja, die Packs sind jetzt wirklich nicht so bombastisch. Bin ich ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen. Zaha, ja, den können wir auch nochmal, da können wir eigentlich die 80er Spieler raufhauen und den Rest stoßen wir ab. Also ich hoffe, ihr habt Packluck, ballert mal raus, wen ihr so gezogen habt. Das waren unsere allerersten Packs. Wir ziehen jetzt einfach nochmal unsere ganzen Free Packs und vielleicht kommt der hier noch was Gutes. So viele Free Packs, aber bisher nur Schrott. Nur Schrott in den Free Packs. Free, free, free. Warum sollten die uns dann einen Messi oder Ronaldo for free geben, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann kriegen wir Non-Res for free. For free, alles klar, Freunde. Ey, Mann, Jungs, ich will doch nur eine gute Karte ziehen, aber ich muss wirklich sagen, bis jetzt war da nur Scheiße drin. Wir haben nicht mal einen 84er gezogen bisher. Jetzt aber vielleicht ein 83er oder 84er. Das wird Philippe. Ja, Freunde. Team of Dear Hype ist da, aber nicht mit Philippe. Zwar nur eine Leih-Ikone, aber es ist eine Ikone, Freunde, die wir gleich ziehen werden. Oh, es kommt eine Inform. Ein englischer rechter Mittelfeldspieler. Und es ist Bowen. Ja. Oh, was? Holy shit. Mit Arturo Vidal am Start. Ja, das ist krass. Okay, wir machen jetzt, glaube ich, zuerst das Icon-Leihspieler, Freunde. Das Icon-Leihspieler-Pack. Wer wird hier drin sein? Ich weiß gar nicht, für wie viele Spiele wir dann diese Icon haben werden. Aber okay, für 3 Spiele könnte ja jetzt was Gutes kommen. Und das wird sogar, das wird wahrscheinlich eine Prime-Icon. Baggio. Okay, eine Prime-Icon feiere ich mich jetzt hier, weil 3 Leihspieler-Karten. Okay, Baggio ist jetzt auch nicht die überkrasse Icon. Trotzdem, ja, kann man den auf jeden Fall mal testen für 3 Spiele. Nehme ich auch ganz gerne mit hier, den 91er mit seiner tolle. Hat auf jeden Fall noch eine frische Frise aus den 80ern, Alter, man kennt ihn. Letztes Free Pack und das wird das Mega Pack sein. Also bisher haben wir leider nur Scheiße gezogen, Alter. Also was heißt nur Scheiße, aber ja, wirklich nicht so gute Sachen. Vielleicht jetzt in dem Mega Pack. Let's go, Walkout bitte. Kein Walkout, kein Walkout und keine 83er Karte. Das heißt, wir müssen warten, bis die nächste Lightning Round kommt. 125k Lightning Round. Es müsste gleich soweit sein. Es müsste gleich soweit sein und das sind die besten Packs, aber auch die teuersten. Und deswegen muss man natürlich abwiegen, ob man sich das hier antut. Ich würde sagen, auf geht's, Freunde. Wenn ihr Bock habt, jeden Tag ein Pack Opening, dann lasst gerne ein Like schon mal da. Erstes 125k Pack. Es kommt ein Walkout. Es kommt ein Walkout. Aber kein Team of the Year, Digga. Nein, Alter. Aber okay, vielleicht. Nee. Ach komm schon, den Müller. Den Müller, den brauche ich jetzt nicht nochmal. Warum kommt zweimal Müller? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal Müller zu ziehen und keinen Team of the Year? Das frage ich mich hier gerade. Das frage ich mich gerade. Ja, brauchen wir nicht. Müller. Ich weiß, du willst in unser Team, aber ich würde lieber gerne einen Messi ziehen. Ich würde lieber gerne einen Messi ziehen. Zweites 125k Pack. Schon wieder ein Walkout. Okay, hier kommen schon mehr Walkouts. Hier kommen schon mehr Walkouts. Und das ist ein Inform-Walkout. Und der ist sogar, und der ist sogar nicht schlecht. Rashford. 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 Rashford ist am Start. Und da kann sogar noch was dahinter sein. Also die 125k Packs bisher. Zweimal gezogen, 2 Walkouts mit Rashford und, okay, Ricardo Quaresma. Aber Rashford ist nice. Der geht für, Moment mal, da kann man ja eigentlich mal mitbieten hier. Der geht für, ja, so ungefähr 100.000 Münzen. Das ist gut. Den nehmen wir einfach erstmal mit in den Verein und wir halten uns jetzt hier nicht so lange auf. Scheiße, ich wollte eigentlich den 82er mitnehmen, aber naja, das ist jetzt egal, Jungs. Die ersten beiden Packs schon mal wirklich durchaus
Nicht schlecht. Nächstes. Alle guten Dinge sind drei. 125 Cupback. Bitte ein Walkout. Okay, jetzt kommt diesmal kein Walkout. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, wenn EA hier nur Walkouts gönnen würde. Überspringen wir natürlich. Stéphane Ruffier, Alter. Hashtag Ruffier, Legende. Das muss ein Zeichen sein. Das muss jetzt ein Zeichen sein. Ihr wisst es. Unsere FIFA-Legende Stéphane, der heilige Stéphane, ist am Start. Und das kann eigentlich jetzt nur ein legendäres Pack-Opening werden. Wenigstens noch irgendwas Gutes. Es ist egal, eine Icon würde mir auch schon reichen. Oder jetzt wieder kein Walkout. Natürlich, 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 natürlich. 225 Capex jetzt hintereinander, kein Walkout. Manolas ist am Start. Kein schlechter Spieler, klar. Ich hoffe, der wird jetzt hier aufgedeckt. Komm schon, viertes, 125 Capex. Die gehen gar nicht so schnell runter, wie ich dachte. Aber es sind halt auch übelst die teuren Packs. Jungs. Und für so eine Packs will ich doch wenigstens einen verfickten Walkout sehen, Alter. Natürlich nicht. Natürlich kommt hier kein Walkout Jiménez. Also wir haben jetzt schon echt... Ja, okay, Arturo Vidal haben wir jetzt hier. Ja, dreimal kein Walkout ist schon hart. Auch wenn wir Rashford jetzt schon gezogen haben. Keine Ahnung, ein Walkout geht vielleicht noch. Alter, Freunde. Ohne Spaß. Ja, es wird ein Inform, aber ohne Spaß... Vier Packs hintereinander, nichts in den 125k-Packs. Bolli. Holy shit. Da will ich mal euch hören, was ihr so gezogen habt. Jetzt mal ungelogen. Ballert das mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, aber das ist hart. Ja, wir kriegen wahrscheinlich noch unsere ganzen FIFA-Points runter. Und wir ziehen schon wieder keinen. Was ist das? Ey, Mann, Alter. Das hat wirklich gut angefangen. Und jetzt wird das Roberto... Also, boah, fehl mir die Worte. Lacazette haben wir, Coman, Sergio Roberto, Jiménez, Pavlenka. Ey Mann, Alter, okay, so, die letzten Packs jetzt hier. Die letzten Packs für unser allererstes Team of Year Pack Opening. Wenn ihr noch irgendwie Points braucht oder so, was ich euch jetzt gerade echt nicht empfehlen kann. Das ist ein Witz, Alter. Das ist ein Witz. Dann könnt ihr natürlich trotzdem gerne bei MMORPG vorbeischauen, falls ihr mich da unterstützen möchtet. Aber das ist doch hart verarsche und lächerlich. Ich bin so gehypt gewesen. Und jetzt hier nicht mal Walkout zu ziehen. Als ob. Nicht schon wieder. Arturo Vidal zum 5000. Mal. Ey. Erstes Team of the Year Pack Opening. Wir ziehen 7 Mal. 7 Mal, 125 Capex. Valencia haben wir hier. Arturo Vidal. Schon wieder Arturo Vidal. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. So, ein Pack noch. Ein Pack können wir noch ziehen, Jungs. Letztes 125 Capex. Bitte ein Walkout. Jawohl, zum Abschluss machen wir ein Walkout. Dankeschön. Kein Team of Dear. Es wird dabei bleiben, wir ziehen. Keinen Team of Year und es wird einfach verfickter Navas sein, ey. Das erste Pack, wir haben ungefähr 300 Euro ausgegeben. Und wir haben nur Scheiße gezogen, ehrlich gesagt. Alter, das ist schon hart. Das ist schon hart, Freunde. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mir das angetan? Ich dachte, es kommt nochmal ein Messi, aber gut, wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit. Schließ das Ganze ab, ey, meine Freunde. Wirklich, ich weiß nicht mehr, ich bin sprachlos. Leider absolut schlecht. Aber gut, wir geben die Hoffnung nicht auf. Wenn ihr Bock habt, jeden Tag, wie gesagt, was zu sehen, dann lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, ihr habt mehr Packluck. Ich hoffe, wir kriegen noch unser Packluck. Und, Digga, war das schlecht, Alter. Naja, gut. Team of Dear Hype ist trotzdem da. Hashtag Team of Dear Hype in die Kommentare. Wie gesagt, check gerne MMORPG, falls ihr da irgendwie PSN-Cuts oder Xbox Live-Cuts braucht. 3% Code Real FIFA. Spart ihr noch ein bisschen. Klar, nicht die Welt, aber ja, besser als gar nichts. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Jungs. Verfickte 300 Euro sind weg. Ohne Worte.